Oh, sieht doch gut aus. Scheint alles zu funktionieren. So, wunderbar. Schick sieht er aus, oder? Schick sieht er aus, jawohl. Ja, ich hätte gern ein Wettermod zum Laufen gehabt, aber unter 1.49 läuft noch nicht so richtig. Vielleicht gibt sich das ja bald. Das hätte ein bisschen besser gepasst hier als dieses tolle Wetter gerade, was wir in Frankfurt haben, im Rückbring. Okay, ich denke, wir können uns reinsetzen und können dann losfahren. Ich mache nochmal Fensterscheibe ein bisschen runter, frische Luft reinlassen. Warnblinker aus, gebe euch mal die Kamera. So, dann können wir auch los. Wir sind in Frankfurt und fahren jetzt Richtung Kassel. Ich bin wieder daheim. Iberia konnte ich nicht machen. Ich habe den Trailer abgegeben. Tja, kam was Wichtiges dazwischen. Deswegen musste ich wieder nach Hause. Eigentlich, um genau zu sein, nach Kirchheim. Das habe ich jetzt hier mal als Frankfurt deklariert. Und deswegen fahren wir jetzt solo weiter. Ein Teil des Geldes vom Erlös bekomme ich natürlich ausgezahlt. Ist ja gut, jetzt Schnäckchen. Bekomme ich natürlich ausgezahlt, aber ja, was soll ich machen, ne? Wartet mal. Muss ich mal das, dann darüber. Man achte auch auf die Tasse, die ich in der Hand habe. Das ergibt sich später noch. Ist aber Tee drin, ne? Biege nach links ab. Diese hier. Merkt es euch mal. Oben links ist sie jetzt. Oben links. Ja, merkt es euch mal. Wird später noch interessant. Ah, lecker. Guter Tee. So. Hier schon links, ja, ne? So. Ach, wie easy der sich hier so fahren lässt. Schön, schön. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. 2. Dezember, Freunde. Simulator 18 Grad Celsius. Joa, kann man sich gefallen lassen, ne? Kommt mir ein bisschen vor wie hier vor Kirchheim. Da ist doch hier, wie heißt denn der? Geht's runter zum Mecke, ist das glaube ich eine Totaltankstelle, also zwischen Frankfurt und Kirchheim. Das hat mich gerade total dran erinnert. Rechts halten und okay. Dann rechts abbiegen. Sieht man im Schatten die oben die Zusatzscheinwerfer. Ja, aber irgendwie. Boah, Kinos, fahrt doch mal. Wollen hier heute noch rüber? Warum hatten die so. Was ist denn los mit den Leuten? KI wird immer dümmer. Ne? Oh, wir müssen rechts abbiegen. Wir bleiben mal stehen. Wobei Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen ist halt nur innerorts. Ne? Ja. Aber ansonsten, wir waren beim Dezember, gestern, 2. Dezember jetzt, gestern wurde die Maut erhöht um den CO2-Zuschlag. Es freuen sich alle. Die haben zugeschlagen. Das erzähle ich euch auch nachher nochmal, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Ansonsten gibt es ja auf Facebook genügend Spediteure, die gerade ganz viel posten und mal vorrechnen, was es kostet. Ich finde, viel zu spät vorgerechnet, das muss eigentlich viel, viel früher gemacht werden. Aber vielleicht ist ja noch nicht zu spät. Richtig wählen, vielleicht ändert sich dann ja irgendwann mal wieder was. Das Thema hat man schon in der letzten Show. In der letzten Show. In der letzten Folge. Ja. Sound hört sich gut an, ne? Ich finde, ist gar nicht so unrealistisch für ein MAN. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich nehme mal die Ausfahrt rechts jetzt. Aber irgendwie, irgendwas ist heute anders. Ich weiß noch nicht was, also. Ich habe so das Gefühl, als, keine Ahnung, als dürfte sich das hier anders anfühlen. Ah.
Also. Tja, ich hoffe, euch reicht die Erklärung, warum ich jetzt Solo fahre. Wie gesagt, mein Trailer ist noch unterwegs. Es gab für mich außerordentlich wichtige Gründe, wieder jetzt hier nach Kassel oder Richtung Frankfurt zu kommen, Kirchheim besser gesagt, um mit euch hier zusammen zu fahren, genau diese Strecke. Man achte wieder auf den Teebecher. Da nochmal in voller Schönheit vor der Kamera. Da ist er nicht ein Prachtbursche. Achtet später auch mal drauf. Und bitte links halten. Moment, ich muss hier kurz mich links halten. Außerordentlich wichtig. Sonst funktioniert alles wieder nicht. Tja, das ist also gelaufen, da müssen wir jetzt erstmal durch. Es ist vielleicht nicht die beste Zeit, jetzt momentan selbstständig im Speditionsgewerbe zu sein, aber die Tendenz zeigt eindeutig im Fracht- und Tourengewerbe, auch in Deutschland, nach oben. Auch die wirtschaftlichen Zeiten werden sich nochmal ändern. Aber es wird immer mehr Laderaum gebraucht, die Bahn kann es nicht komplett ersetzen. Und deswegen, wann machst du dich selbstständig, wann machst du dich nicht selbstständig? Es ist, ja, der richtige Zeitpunkt ist im Grunde genommen nie da, weil wenn das Gewerbe läuft die Hölle, dann ist das Werkzeug teuer, ne? Hohe Nachfrage, beschränktes Angebot. Wenn es nicht so dolle läuft, kriegst du ein bisschen günstigeres Werkzeug, also sprich jetzt an LKWs und so weiter, ne? Trailern und. Also irgendwas ist ja immer. Und aber 1,49, Freunde. 1,49. Und irgendwie fühlt sich der Eurotruck-Simulator immer realistischer an. Fällt euch das auf? Also der wirkt für mich immer realistischer. Also ich fühle mich hier richtig in, ganz komisch, so wie so ein Sog. Also wie ins Spiel, in den Simulator hineingezogen. Also wie, geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Geht da? Geht da noch mehr? Ende? Was ist denn jetzt los? Tja, das fühlt sich auch irgendwie alles ganz anders an. Sowas. Tja, ein... Wir haben es zwar vorhin schon im Video, aber für mich kommt das Video jetzt erst noch, weil ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, wie ich es euch sage. Es sollte ja auch so ein kleines Bumm Ereignis werden. Und aber ihr seht es, ja, meiner. Ich habe mir einen LKW gekauft, und zwar genau den roten Lions Pro 18500 TGX, den ihr, hoppala, ich mach mal die Lesebrille hier weg. Ja, ist es nicht wunderschön, den ihr auch in den Videos bisher gesehen habt. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, ja warum, was macht er denn eigentlich mit dem MAN? Also er ist da vorher kein MAN gefahren. Und ja, jetzt wisst ihr es. Oh, da hinten kommt Blaulicht. Ah.
Ja, weil ich genau das Auto hier im Auge hatte. Habe natürlich noch ein bisschen links und rechts gesucht, aber mal eins nach dem anderen. Dieses Thema LKW-Fahren, ihr wisst es ja, oder die, die mich schon länger verfolgen, beschäftigt mich ja nun schon seit einer ganzen Weile. Von der LKW-Simulation über Führerschein machen, über Atego Allradfahrzeuge, Steyr 12M18, Atego 1226 AF, mein Kipper, der 822er Atego, 3-Seiten-Kipper. Und irgendwann dachte ich mir, ich habe eigentlich genau darauf Lust, was wir alle in der Simulation machen. Und ich dachte, ich mache mal sowas wie einen Eurotruck-Realisator. Das heißt, ich kaufe mir einen LKW, der ist gekauft. Ich hole ihn gerade ab. Ich hole ihn gerade ab aus Kirchheim, MAN. Das ist ein guter Gebrauchter, der hat so ca. 455.000 Kilometer runter. Ich habe eine Firma dafür aufgemacht, eine GmbH. Und habe jetzt erstmal den LKW gekauft. Ich werde auch nicht gleich anfangen, gewerblich zu fahren. Ich muss jetzt, das ist eine Privatfahrt, die darf ich so. Ihr seht auch mit der Kamera, da muss ich auch mal hier rumexperimentieren, dass das hier alles vernünftig, meine Fresse, dass hier ein bisschen gerade sitzt. Ich habe ja das Ding hier vorne vorm Kopf, also das wird bestimmt nicht meine prädestinierte Kameraposition werden, aber ich wollte erstmal so anfangen, um quasi aus diesem Video, mit dem ich das einleite, euch so ein bisschen zu überraschen aus genau der gleichen Perspektive. Ich denke, in Zukunft wird es andere Kamerapositionen geben. Ich lasse mich auch erstmal überraschen, was kann die Osmo Action denn hier? Ich habe die Osmo Action 3 mir gekauft. Ich habe ein ganzes riesen Sammelsurium an Kameras. Aber die probiere ich jetzt gerade mal aus, weil die soll ziemlich gut sein. Und wir schauen uns das mal an. Ich gucke es mir später auch mal an, wie die Videoqualität ist. Und dann kann man immer noch weiter entscheiden. Ansonsten, das ist ein TGX mit Home Sweet Home Ausstattung. Das seht ihr jetzt nicht. Da machen wir bestimmt noch mal eine Roomtour, wenn es denn sinnvoll ist. Aber ich glaube, viele von euch kennen das hier noch nicht. Es gibt von MAN für Einzelfahrerfahrzeuge gibt es so ein Home Sweet Home Paket. Das hatte der Freddy auch schon mal vorgestellt bei dieser Lion Evo Variante oder der Evo Lion. Das hier ist genau der Lions Pro, also auch Vollausstattung von MAN. Der ist von Ende 2018 und ist also einer der letzten TG2 TGX hier, wenn man die als TG2 bezeichnen kann. Und kriegt jetzt von mir seine ersten Kilometer drauf gefahren, hat auch die Lampen, die diese ganzen Chromleisten unten dran mit LED-Lämpchen und so weiter, also hat mir schon ganz gut gefallen. Und ja, letzten Endes ist es der hier geworden. Und wir haben noch keinen Auflieger dran, wir fahren solo, also so wie wir jetzt in der Story gefahren sind. Ich musste mir dann auch überlegen, wie mache ich denn dann die Überleitung am besten. Und das kommt jetzt erst noch, ich werde das Video jetzt erst noch aufnehmen, das Spielvideo. Und ja, weil dann weiß ich nämlich, wo ich ansetzen kann, wie ich ansetze. Und ja, habe dann einfach Spaß drauf, euch da so ein bisschen einen kleinen Schabernack zu machen. Und ja, mein Kopf ist nämlich gar nicht so hoch, wie die Kamera das jetzt verdeutlicht. Also mein Auge ist ungefähr hier unten. Ja. Die Kamera halt durch den Winkel zeigt halt das Bild ein bisschen anders, als ich es eigentlich sehe. Ja, der nächste Klug wird dann einen Trailer zu kaufen. Auch den möchte ich kaufen. Warum kaufe ich? Warum lease ich nicht? Warum miete ich nicht? Ich will keine laufenden Kosten haben. Die Firma ist so ein bisschen ein ernstzunehmendes Hobby, so würde ich das mal nennen. Die Firma heißt auch TransArt. Und das Kennzeichen, was vielleicht manche von euch bei YouTube schon gesehen haben, jetzt in der Story, das hängt halt auch vorne dran. KSTA 5800 erinnert uns oder mich auch daran
an die Anzahl der Abonnenten zum Zeitpunkt, als ich den Line Pro vorgestellt hatte, also im Spiel. Und wir bringen es hier ein bisschen vom Spiel zur Praxis, das heißt, wir realisieren, und deswegen ja, heißt auch die Folge Eurotruck Realisator. Und ja, that's it. Ich habe mich da nicht großartig drauf vorbereitet. Ich mache das nie in meinen Videos. Ihr kriegt es jetzt ganz spontan zu sehen. Ja, wir fahren jetzt gerade die A7. Der ein oder andere kennt es. Hier kommt Hasselberg. Hier vorne Rasthof, also die A7 von Bad Hersfeld, also sprich von Kirchheim, hoch nach Kassel. Ich habe die vorgebucht natürlich, die Maut. Ich habe noch keine Firmenkarte. Ich habe zwar meine Fahrerkarte, habe aber noch keine Firmenkarte. Deswegen ist auch noch keine Firma bei Toll Collect angemeldet. Aber man kann das halt als nicht registrierte Person auch voranmelden, diese Fahrt. Und das habe ich getan. Hat mal eben, glaube ich, schlanke 27 Euro gekostet. Das ist jetzt der 2. Dezember 2023. Der zweite Tag dieser grandiosen, ihr wisst schon, was ich sagen will, grandios, bitte nicht zu ernst nehmen, Mauterhöhung mit dieser CO2-Abgabe. Und ja, es kostet mal schlanke, nur an Maut, glaube ich, 23 oder 26 Euro, sowas in der Drehe, von Kirchheim nach Kassel hoch, nicht gerechnet natürlich Diesel und so weiter. Ich habe den auch erstmal voll gemacht, voll getankt mit Diesel. Natürlich kriegst du den praktisch leer. Und damit er auf der Achse hinten bei den Witterungsbedingungen noch ein bisschen Auflast hat. Und ein bisschen hier die Geschwindigkeit anpassen. Oh, Schala. Ja, das merkst du halt im Eurotruck-Realisator. Simulator nicht. Natürlich ganz wichtig, habe ich reingehangen hier einen großen Traumfänger. Und eigentlich wollte ich ja noch warten ein bisschen auf euch. Die zwei Wimpel, die kommen auch noch lebensecht dran, wobei ich die lange nicht lange dranhängen werde. Vielleicht machen wir nachher noch mal eine kleine Aufnahme, damit wir eine schöne Folge zusammenkriegen. Und ja, ich gehe natürlich mit euch auch nochmal außen um den Truck drumherum und vielleicht nochmal ganz grob nachher zeige ich euch das Innere, wobei das relativ unaufgeräumt aussieht. Ich drehe mal so ein bisschen rum. Ich habe mich schon ein klein bisschen schon eingerichtet. Er hat auch so einen Tisch, ne? Und er hat aber auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier darf, einen großen Hörner. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt hier keiner herausgefordert. Ja, ansonsten habe ich einen Eco-Roll drin, Abstandstempomat. Wir haben auch das neue Getriebe schon drin mit 14 Gängen. Wir sind jetzt im 14. Gang bei 87 km/h mit etwas unter 1200 Umdrehungen. Und haben halt hier bei dem Motor, das ist der, oh, jetzt pass auf, 1276er. D1276 mit 500 PS und 2500 Newtonmeter Drehmoment. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Manschetten, ja, als ich ihn abgeholt hatte, weil ihr seht ja das Wetter. Ich bin mit dem Zug also von Kassel nach Kirchheim runtergefahren, also sprich nach Bad Hersfeld, habe mir von Bad Hersfeld aus ein Taxi genommen, war dann irgendwann morgens, Samstagmorgens, also heute Samstag, in Bad, dann in Kirchheim, habe das Auto übernommen, ohne großes Brimborium, muss man leider sagen. Und ja, bin jetzt auf dem Weg zurück nach Kassel. Das ist ganz locker laufen hier. Und ja, habe mal die Tourdaten und so weiter zurückgesetzt, solche Kleinigkeiten. Ich muss ihn innen noch durchputzen, also innen wurde er nicht aufbereitet. Da hat wohl der Aufbereiter gesagt, nö, ist gut genug so. Ja, ich möchte aber durch die ganzen, auf die ganzen Oberflächen, die ich hier habe, da möchte ich überall nochmal drüber gehen und ja, da ein bisschen besser. Ja, das zu meinem Auto machen. Ich bin deswegen auch gar nicht böse. Guck mal, hier muss man das Spiel nicht neu starten oder nicht in die Werkstatt. Wir können den Rollo auch so runter machen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der große Blick hier, der ist schon geil. Also am Anfang fand ich das immer mit dieser hohen Scheibe gar nicht so toll. Ehrlich gesagt, im Sommer ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Aber so an sich, wenn du hier drinnen sitzt, du hast Panorama, also warte, ich bringe die Hand wieder rein, ein herrliches Panorama hast du, das ist echt schön, also
ich finde das ganz cool, ehrlich gesagt, mittlerweile. Und ja, neue Matratze kommt noch rein und das Auto wird natürlich noch ein bisschen mehr auch zu meinem gemacht. Aber jetzt geht erstmal die Jagd nach einem Auflieger los. Und jetzt kann man es auch, glaube ich, sagen, also toll unterstützt haben mich hier bei der Suche von dem Auto und immer wieder Rücksprache, ist es das Richtige, links, rechts, geradeaus, was nehme ich denn und so weiter. Der Harry, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an dich. Natürlich auch der Björn Dinski, auch an dich, ganz liebe Grüße. Und Marian, ein Stück weit. Ja, und geil. Ich finde es geil. Also wahrscheinlich für den einen oder anderen, der wird jetzt sagen, boah, immerhin, wieso hast du denn kein Scania? Ja, es ist alles irgendwo ein bisschen eine Geldfrage. Ne? Wie ist jetzt hier richtiges Geld im Spiel? Das ist mein privates Geld, was ich jetzt in die Firma reingesteckt habe. Wir sind da schon all together jetzt im, naja, sechsstelligen Bereich. Und es ist ein Hobby. Ich würde es ein bisschen ernst nehmen. Ich habe da mega Bock drauf. Es kann auch sein, dass ich die Firma in einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr wieder zumache. Deswegen auch keine laufenden Kosten, also sprich LKW bezahlen, Trailer voll bezahlen, alles, die Versicherung voll bezahlen. Also ich will einfach keine laufenden Kosten haben. Wenn mal 100 Euro im Vertrag bei Timo kommen sind, das ist nochmal was anderes. Aber ansonsten keine laufenden Kosten. Das ist mir ehrlich gesagt das Wichtigste. Und ja, ich bin in der glücklichen Situation, das habe ich mir hart erarbeitet, dass ich sowas machen kann. Und einfach mal reinschnuppern in die reale Welt der LKW-Fahrer. Da habe ich mega Bock drauf. Wenn ihr Lust drauf habt, nehme ich euch auch weiter mit. Ich mache es sowieso. Schaut es euch einfach an. Ihr könnt ja mal in die Kommentare halten, schreiben, was ihr davon haltet. Da wird wahrscheinlich alles dabei sein von totaler Spinner. Auch damit muss ich leben können. Ja, das bin ich. Ich träume gern. Und ich bin manchmal auch ein Spinner. Aber wir leben alle nur einmal. Und manchmal musst du Dinge einfach machen. Und es ist mir wirklich auch schwer gefallen, das zu verheimlichen. Weil allein schon so dieses Suchen, dann sich entscheiden. Harry weiß genau, wovon ich spreche. Gott, das war vor, zurück, links, rechts. MAN, das ist einfach ein sehr qualitativ ein guter, nicht so preisintensiver, also zumindest im Gebraucht-LKW-Bereich Einstieg in diese Geschichte. Wird gerade verfolgt. In diese Geschichte. Ich habe mir natürlich auch Mercedes angeschaut. Ich habe mir natürlich auch Scania angeschaut. Der ein oder andere wird auch dieses Short gesehen haben mit dem R500. Ach, da habe ich echt gehadert. Mit dem wunderbaren DC-13 Motor, den hörst du auch noch mal anders. Und natürlich Scania so vom Cockpit und allem noch mal eine andere Hausnummer. Aber A war die Karre ziemlich versifft, technisch im guten Zustand, ziemlich versifft, aber dann auch noch mal 10.000 Euro teurer. Ich hatte einen tollen Mercedes, einen Actros Gigaline Ausstattung mit schon den elektronischen Spiegel, also den Mirror Displays mit allen möglichen Schnickes, also wirklich voll ausgestattet. Die Solo Star Ausstattung, boah, der hat mich angemacht. Hat der mich angemacht. Aber ein paar mehr Kilometer runter, auch rot, den habe ich mir in Erfurt angeschaut. Super Mercedes-Team dort, also die Gebrauchtverkäufer, also ganz toll beraten worden. Aber letzten Endes, fast 18.000 Euro Unterschied. Und das war es mir dann nicht wert. Also ich war kurz davor, den Kaufvertrag zu unterschreiben. Dann hat aber der Verkäufer ein Weilchen länger gebraucht. Und das war für mich dann so der Aufschluss, dass mir gesagt hat, okay, dann soll es jetzt so sein. Dann wird es dieses geile Stück Technik hier. Und jetzt, wo ich wieder drin hocke, bin ich total verliebt. Ich habe die richtige Entscheidung für mich getroffen. Und geil, einfach geil. Wir müssen runter mit der Geschwindigkeit. Mal runter. Ja, ich muss hier noch ein bisschen was lernen, das muss ich alles auch noch so ein bisschen einbürgern. Ich gebe mal 65. Hinter mir ist ein Renault, soll überholen, wenn er mag.
Ich fahre hier nach Vorschrift. Und ja, Samstag ist halt das Verkehrsaufkommen noch nicht so hoch. Jetzt gebe ich wieder ein Fußgas, das soll man ja, ne? Ja, ansonsten hat er also Vollausstattung. Es gibt nichts, was, also es gibt kaum etwas, was er nicht hat. Aber da können wir nochmal, wenn da Interesse ist, gesondert durchgehen, damit ihr wisst, womit der Tom hier rumeiert. Und ja, ich habe auch die Abstandsmessung, habe ich alles mit drin. 14 Gänge, wir sind jetzt im 14. Bei 90, bei etwas ganz knapp über 1200 Umdrehungen. Wir haben hinten die 251er Achsdifferentialübersetzung. Also die wollte ich haben. Das ist das Beste für Fernverkehr, was ich gerne fahren will. Also ich will auch gerne auf Strecke gehen. Ich muss aber jetzt noch ein paar Scheinchen machen dafür. Jetzt bin ich Ende Dezember, bin ich fertig mit meiner Berufskraftfahrqualifikation. Danach kommt, oder kurz davor, hoffentlich, ich hoffe, ich packe es, ich muss mich echt hinsetzen, lernen, Verkehrsleiterqualifikation. Und dann muss ich noch die EU-Lizenz machen, dass ich eine erteilt bekomme und dann sind wir ready to go. Und dann kommt Mitte April auch noch der ADR-Schein, dass ich auch mal ein bisschen Farben und sowas fahren kann. Also, dass ich für alles offen bin. Ja, weil ich will mir gerne einen Plantrailer holen. Wurde da auch viel von den Jungs beraten, so entweder WK oder Schwarzmüller mit Keulmulde, XL, Etcher-Dach und allen Schnickes. Ja, das ist so, ja, das möchte ich gerne. Und der Bursche hier, ich habe hier 240.000 Kilometer nochmal eine und 2 Jahre eine Sachmängelhaftung auf dem kompletten Abgas- und Antriebsstrang mit drauf. Das heißt, so wie ich es euch auch im Spiel erzählt habe, habe ich das hier auch. Und ja, ich hoffe, die Aufnahme wird was. Ich werde es mir nachher mal ein bisschen am Computer anschauen. Habe auch zum Schneiden da das Laptop mit dabei. Da nehme ich meistens Macs, außer ich mache es halt am Computer halt, dass ich die Simulation da fahre. Und ach, guck mal da vorne. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video so sehen kann, aber dieses Tal hier, wie es sich wieder öffnet beim Quillerwald. Ach, einfach schön. Ja, einfach schön. Und du sitzt hier oben und hast Zeit, das zu genießen. Ja, und das ist stark. Ja. Nee, machen wir hier. Ja, so. Ich suche noch die richtige Sitzposition, aber. Sitzpolster, ich muss. Das passt noch nicht richtig. Ich habe nämlich auch gelernt, der Stuhl passt, wenn halt das Knie über den Sitzpolster eine Handbreit, da war die Hand kurz, also eine halbe Handbreit zwischen Kniekehle und Sitzpolster Platz ist. Ja, und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch mit mir. Und ja, aber dass ich mich freue, das ist halt das Wichtigste, weil ich stecke in meiner Haut. Und ich möchte zum Beispiel nicht in der Haut von manchen Jungs da drüben stecken, die vielleicht ihr Wochenende da verbringen müssen. Sowas habe ich nicht vor, auf keinen Fall. Da würde ich mir ein Hotel nehmen. Und ja. Geil, Leute. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Mir fällt bestimmt nachher noch was ein. Wir machen ein geiles Video draus. Und ja. Bis dann. So, ich bin mittlerweile wieder in Kassel und ja, es sind hier, guck mal, 2 Wimpel dazu gekommen. Ich werde jetzt heute hier keine Roomtour mehr machen, aber ich zeige es euch mal so ein bisschen. Also es ist sehr unaufgeräumt, ich muss erstmal hier so ein bisschen ankommen und ja, war eine schöne Fahrt, sehr entspannt und ja, ich bin noch nicht ganz so weit, mich zu zeigen. Irgendwann wird das der Fall sein, seht es mir nach. Ich bin erstmal auf die Qualität des Videos hier gespannt und ja, schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, Däumchen wären Träumchen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, vielleicht im Simulator, vielleicht halt mit einem richtigen LKW. Ich werde sehen, vielleicht hänge ich ja noch irgendwas mit einem richtigen LKW, also Quatsch, mit einem Simulator dran.
Wir werden sehen, also ja, die habe ich jetzt nochmal hier dran gehängt, weil es halt auch im Dings-LKW so der Fall ist. Hier vorne seht ihr mein Womo. Ob die dran bleiben, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ja, muss mal gucken, vielleicht zeige ich ja nochmal was von außen. Also das ist jetzt so mein erstes Video seit langem, wo ich meine Kamera richtig in der Hand habe. Und ja, warte mal, auf. Machen den mal aus hier. Genau, so ein bisschen ruhiger. Und jo, kann man richtig ausmachen. Okay, hier. Ja, genau. Vielleicht zeige ich noch mal kurz von außen. Muss mal gucken. So, da ist das gute Stück. Ja, halt ein typischer MAN. TGX XXL 18500, läuft ein schöner Wachs runter von der Aufbereitung, auch ganz toll. Eine Alliance Pro Edition mit Alcoa Felgen hinten und vorne. Dann haben wir die, ja, ich hab's vorhin gewusst. Seitenleisten nennen wir sie jetzt mal. Unterleisten, Unterfahrleisten mit Blinkelämpchen, hinten Alcoas drauf, mit Drucksensoren, ja, ansonsten ein typisches Auto. Was ich jetzt gerade höre ist, müsste es der Sicherheitsschutzkreis irgendwas sein, also lässt hier ordentlich Luft. Da muss ich dann mit MAN nochmal ran, beziehungsweise selber mal gucken. Heute schaffe ich es nicht mehr richtig. Ja, ansonsten zwei Tanks. Einmal mit 370 Liter. Alles soweit neu, was muss. Und einmal, das müsste 490 Liter sein. Ja, 490 Liter. Hier sieht man es. Könnt ihr es sehen? Hier. 490 Liter, ja, AGR Abgasanlage, Reinigung, das Motörchen, der 12,4 Liter Sechszylinder mit 500 PS und 2500 Newtonmeter Drehmoment, ich meine schon bei 930 Umdrehungen. Reifen sehen auch noch ganz gut aus, ich denke, die können noch ein Weilchen. Mein Finger als Maßstab mit dran, da habe ich noch ein bisschen Spaß, also hier geht es noch richtig runter, ne? Vorne sehen sie auch noch ganz gut aus. Ist halt ein gebrauchtes Auto. Ne? Der hat halt auch schon 455.000 runter. Ja, hier seht ihr es. Die sehen auch noch ganz gut aus. Ja, ansonsten haben wir hier auch einen Drehbahn und in allen möglichen Einstellungen verstellbarer Beifahrersitz. Hast auch alles dabei wie beim Fahrersitz. Mit Luft. Im Leder. Da oben sieht man das Home Sweet Home, aber innen mache ich noch mal extra die Wimpelchen. Ja, hier muss ich bald drüber gehen. Das ist ganz schön angesifft jetzt so hier, wenn man mal genauer hinschaut. Gerade hier habe ich noch irgendwie kleine Steckdosen. Aha, okay. Das ist gut zu wissen. Dann hier für den Beifahrer oder wenn man halt Pause hat, kann man mal die Füße auch anders, gerade wenn man am Computer arbeitet, ablegen. Das habe ich für einen Bekannten hier oben mitgebracht. Ja, ansonsten kein zwei, drei Stufen, bis man oben ist. Beim Actros, ich glaube, der ist hier oben, ne? Der hat vier Stufen. Der ist dann nochmal deutlich höher. Finde ich sehr geil. Also ich finde es sehr cool, so hoch sitzen wie irgend möglich. Und ja, ansonsten, ne? Es kommt auch eine neue Matratze rein. Und ich finde, wenn ich noch innen selber sauber mache, ja, da kann man mal richtig drüber gehen. Man lernt das Auto dann auch kennen. Ne? Also hier sind auch so ein paar Gebrauchsspuren. Aber das kann man alles wegarbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Und ja, upsala. Da oben muss ich mal ran, da liegt ordentlich Schnee drauf. Und ja, ansonsten halt diese typische Lions Pro Edition mit diesen Lampen oben drauf, den Lampenbügel. Unten drunter, ich komme echt gerade nicht drauf. Was ich auch gesehen habe, ey, sag mal, wer hat das denn angebaut? Hier ist komplett schräg, seht ihr das?
Hier ist knapp einen Zentimeter höher. Hier ist, naja, 8 mm, sagen wir mal, so, runden wir es mal auf einen 10 mm, auch einen Zentimeter tiefer. Ja, das kommt eh ab, da mache ich ein eigenes drauf. Das habe ich festgelegt, als ich den von vorne gesehen hatte und gesehen hatte, wie schräg das Ding ist. Hinten ist gerade, aber wenn es vorne und hinten, werde ich es gleichzeitig tauschen. Da kannst du ja die bestellen, die du selber hier unten beschriften kannst. Hätten sie es gerade dran gemacht, also das, da war, glaube ich, der Praktikant dran und der Wind dazwischen. Also anders kann das nicht gelaufen sein. Hier habe ich dann nochmal eine Klappe, wenn ich mal ADR oder sowas fahre. Da muss ich mich eh noch richtig mit auseinandersetzen. Ja, ansonsten keine Roststellen, also echt ein gutes Auto. Aber da gehen wir auch nochmal durch, wenn, ja Gott, wenn das Wetter mal besser ist. Hier, die, naja, das sind halt die Technik von damals, die laufen so leicht jetzt an im Stand. Ist halt sehr, sehr feucht auch draußen jetzt. Ja, ansonsten, ne? Schickes Auto. Und jetzt stellen wir uns nochmal vor mit einem schönen Trailer, da hinten am besten ganz in Schwarz. Und beim Trailer würde ich den Palettenkasten im gleichen Rot lackieren lassen oder folieren lassen wie die Zugmaschine. Dann sieht das schick aus. Ja. Also habt dann doch nochmal gesehen von außen ein Stück weit und ja, viel mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen. Also ich muss mich erstmal einfahren mit dem Auto. Ich muss ihn im Lastbetrieb kennenlernen, wenn mein Auflieger dahinter sitzt. Zunächst muss ich aber erstmal Berufskraftfahrerqualifikation machen, bevor ich halt gewerblich fahren darf. Und das ist aber, die sollte ich am 21. Dezember sollte ich die haben. Ja, das ist ja kein großes Ding. Die verkürzte natürlich, ne? Ersetzt nicht diese dreijährige Berufsausbildung oder dreieinhalb vielleicht sogar von den Berufskraftfahrern, die das Ganze halt richtig lernen. Aber ich glaube, man kriegt das schon hin. Gut, dann Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao. Jetzt aber wirklich.